für mehr Konsum in der Krise. Die Regierung beschließt, wichtige Teile ihres Konjunkturpakets mit einer geringeren Mehrwertsteuer und einem Kinderbonus. Angst vor einer neuen Corona-Welle. Steigende Infektionszahlen in einigen US-Bundesstaaten lösen eine Debatte über den richtigen Weg aus. Auf dem Rücken der Kinder. Durch die Pandemie könnte die Kinderarbeit in Entwicklungsländern wieder zunehmen. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster. Guten Abend und herzlich willkommen. Hier der Blick auf die Nachrichten des heutigen Freitags. An meiner Seite ist wieder Norbert Lehmann für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Mit voller Kraft raus aus der Krise. So hat Finanzminister Scholz das Ziel der Bundesregierung umschrieben, mit großem finanziellen Einsatz die lahmende Wirtschaft wieder flott zu machen. Die Koalition will, dass Deutschland als Konjunkturlokomotive auch gleich noch Europa mitzieht. Konkret hat das Bundeskabinett heute unter anderem drei große Pakete beschlossen. Die Absenkung der Mehrwertsteuer ab dem 1. Juli. Dann den sogenannten Kinderbonus von 300 Euro und milliardenschwere Hilfen für krisengebeutelte Unternehmen. Alle Details jetzt von David Gebhardt. Als das Land weitgehend stillstand in den Corona-Wochen, hat die Bundesregierung Versprechen gemacht und sich dabei ein neues Lieblingswort rausgepickt. Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Dem erforderlichen Wumms. Mit einem auch echten familienpolitischen Wumms. Nun geht es darum, dem sogenannten Wumms-Versprechen Taten folgen zu lassen. Es winken Milliardenhilfen für die Corona-Krisengebeutelte Wirtschaft. Teil 1 des Hilfspakets heute im Eilverfahren durchs Kabinett. Über Politik gibt es ja viele Vorurteile und Meinungen. Insbesondere auch die, dass sie oft zu langsam sei. Aber wir können auch anders. Die größte Einzelmaßnahme im Konjunkturpaket besteht darin, dass wir 25 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, um in den Monaten Juni, Juli und August diesen Mittelständlern Zuschüsse zu ihren fixen Kosten zu geben. Zentrale Maßnahme des Konjunkturpakets neben Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Firmen die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 im ermäßigten Satz von 7 auf 5%. Die Senkung ist befristet von Juli bis Ende Dezember. Ich glaube, dass das Wumms, von dem Herr Scholz spricht, sich als ein kurzes Strohfeuer entpuppen wird. Und wie das mit Strohfeuern ist, das verpufft ganz schnell. Die Mehrwertsteuersenkung ist relativ wenig zielgenau. Wir haben die Kauf-vor-Ort-Gutscheine vorgeschlagen. Von der Mehrwertsteuersenkung profitiert auch Amazon, die jetzt eh schon groß profitiert hat. Ebenfalls heute beschlossen der Kinderbonus, 300 Euro extra pro kindergeldberechtigtem Kind. Es sind 18 Millionen Kinder und Jugendliche natürlich, die unterstützt werden mit einem Konjunkturimpuls, der die Kaufkraft stärken soll. Der Kinderbonus ist eine grundsätzlich vernünftige Entscheidung, allerdings ist er einmalig. Er beendet kein strukturelles Problem und er ist damit auch nicht nachhaltig. Die Maßnahmen bedürfen noch im Eilverfahren der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat, damit der Wumms oder was es denn wird, ab 1. Juli starten kann. Einen großen Effekt für die Wirtschaft verspricht sich die Koalition von der Senkung der Mehrwertsteuer. Denn günstigere Preise könnten dazu animieren, im nächsten Halbjahr größere Anschaffungen zu tätigen. Doch dabei ist ungewiss, ob alle Händler die Steuersenkung auch an ihre Kunden weitergeben. Christina Hansen hat sich in Hamburg umgehört. Das Leben ist in die Innenstädte zurückgekehrt, aber noch immer wird deutlich weniger eingekauft. Ob und wie der Handel die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergibt, ist unterschiedlich. Bei Möbel- und Autohäusern oder Elektromärkten gibt es noch keine einheitliche Linie. In diesem Möbelhaus zahlen die Kunden ab Juli an der Kasse grundsätzlich 3% weniger. Wir erhoffen uns natürlich, dass gerade bei größeren Investitionen schon diese 3% sich irgendwie für den Kunden bemerkbar machen. Und wir merken auch schon, dass einige Kunden darauf Wert legen und erhoffen uns natürlich, dass es einen kleinen Anschub gibt. Auch die großen Lebensmittelketten haben angekündigt, die Senkung an die Kunden weiterzugeben. Wie, ist aber noch nicht klar. Die Gastronomie soll durch eine Senkung der Umsatzsteuer gestützt werden, denn viele Restaurants kämpfen ums Überleben. Jede Hilfe, die von irgendeiner Seite kommt, jetzt in dem Falle vom Staat durch eine Umsatzsteuersenkung, sehen wir als reine Rettungsmaßnahme, um ein Überleben zu garantieren. Die Steuersenkungen sollen möglichst breit wirken, um die Konsumfreude zu steigern. Die Menschen aber sind noch zurückhaltend. Wir haben jetzt in den letzten Wochen sicherlich das eine oder andere
eher nicht angeschafft und das holen wir vielleicht nach. Aber wegen der Mehrwertsteuer denke ich eigentlich nicht. Wahrscheinlich nicht mehr als sonst auch. Insofern wird es wahrscheinlich nicht den Effekt bringen, der gewollt ist von der Politik. Wenn es sich vom Preis her lohnt, warum nicht? Also dann sollte man das auch annehmen. Aber ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass es an den Verbraucher abgegeben wird. Ich denke schon, dass wir uns jetzt dann auch ein Auto kaufen. Deswegen haben wir uns das überlegt. Die Mehrwertsteuersenkung beginnt in der Ferienzeit. Aber da die meisten Deutschen wohl Urlaub im eigenen Land machen, wird man vielleicht trotzdem eine Wirkung bemerken. Tja, da war doch auch viel Skepsis zu hören, ob das mit der Mehrwertsteuer auch funktioniert, wie gewünscht. Dazu hat auch das Politbarometer Menschen befragt und das hat wie immer Matthias Vornhoff mitgebracht. Hallo Matthias. Hallo, guten Abend. Wie kommt das Milliardenpaket der Bundesregierung denn in der Bevölkerung so an? Naja, ob das so wirkt wie erhofft, daran gibt es doch große Zweifel. Nur 13% erwarten, dass die Senkung der Mehrwertsteuer helfen wird, die Wirtschaft stark anzukurbeln. Satte 85% glauben das nicht. Auch die erhöhte Kaufprämie für Elektroautos wird mehrheitlich abgelehnt. 44% finden sie gut, 52% aber nicht. Das ändert aber nichts daran, dass das Konjunkturpaket insgesamt positiv gesehen wird. Mehr als 2/3 der Deutschen finden es gut. Interessant auch, dass sich das quer durch die politischen Lager zieht, mit Zustimmungsraten von 60% bei AfD- und FDP-Anhängern bis 79% bei den Anhängern der SPD. Ja, und dann gibt es ja noch das Thema Reisefreiheit im Sommer und der Streitpunkt Kitas und Schulen. Ja, erst waren ja Kitas und Schulen im Lockdown wochenlang geschlossen. Dann gab es Öffnungen, regional sehr unterschiedlich. Und jetzt findet eine Mehrheit von 52%, dass Kitas und Schulen schnell und vollständig öffnen sollten. 42% sind dagegen. Zum Thema Reisen und zur Aussicht auf Sommerurlaub in Europa. 43% freuen sich auf die Grenzöffnungen. Mehr als jeder Zweite aber macht sich Sorgen, dass gerade dadurch die Infektionszahlen wieder steigen könnten. Die Deutschen also hin und her gerissen zwischen Zuversicht und Sorge nach 3 Monaten Corona-Krise. Herzlichen Dank, Matthias. Sehr gern. Noch mehr interessante Ergebnisse aus dem Politbarometer gibt es heute Abend im Anschluss an das Heute-Journal. Und natürlich finden Sie alle Zahlen schon jetzt im Netz in unserer Heute-App. Das Land Brandenburg hat erhebliche Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen beschlossen. Ab Montag dürfen sich wieder mehr als 10 Menschen treffen und Mitglieder aus mehr als 2 Haushalten. Die Abstands- und Hygieneregeln gelten aber weiterhin. In Thüringen werden die Kontaktverbote ab morgen durch Empfehlungen ersetzt. Schauen wir auf die aktuellen Corona-Zahlen in ganz Deutschland. Da bleiben die Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau. Im Durchschnitt der vergangenen 7 Tage haben sich täglich 320 Menschen neu angesteckt. Insgesamt registriert die Johns Hopkins Universität knapp 187.000 Infizierte. Davon gelten gut 171.500 als genesen. 8.780 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. So viele Menschen wie in keinem anderen Land haben sich in den USA infiziert. Inzwischen sind es mehr als 2 Millionen. Allein gestern kamen wieder fast 23.000 hinzu. Das sind landesweit weniger als in Hochzeiten. In einigen Regionen allerdings steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder. Die Börse reagiert nervös, auch wenn sich heute die Kurse wieder etwas erholten. Gestern war der Dow Jones um 6,9% eingebrochen. Nicht nur an der Wall Street geht die Furcht vor einer neuen Welle um. Elmar Thewissen. Arizona ist ein neuer Hotspot der Corona-Krise. Krankenhäuser in Phoenix und Tucson kommen an ihre Grenzen. Allein in der letzten Woche schossen die Positivfälle um 93% in die Höhe. Das war vorhersehbar. Wir hätten es verhindern können mit den entsprechenden Maßnahmen. Pünktlich 14 Tage nach dem Memorial Day-Wochenende steigen die Zahlen, besonders da, wo die Gouverneure die Ausgangssperren aufgehoben hatten, die Menschen jede Vorsicht fahren ließen. Die Alarmsignale stehen auf Rot in 21 Bundesstaaten, mit Anstieg der Infektionen bis zu 60%. Auch in Texas. Die Menschen sollten das nicht leicht nehmen und denken, das Virus sei unter Kontrolle. Das ist es nicht. Die Verbreitung ist nicht unter Kontrolle.
Auch nicht in Oklahoma. Doch ausgerechnet da will Donald Trump nächsten Freitag wieder in den Wahlkampf starten mit fast 20.000 Menschen in der Arena von Tulsa. Alle Teilnehmer müssen schriftlich bestätigen, dass sie Trump bei einer Ansteckung mit dem Virus nicht verklagen. So geht das nicht. Wir sind in den frühen Tagen der Pandemie. Wenn bisher nur 5-10% der Bevölkerung infiziert waren, dann haben wir noch einen langen Weg vor uns. Das wird nicht einfach. Einige Städte wie Nashville, Tennessee, verschieben nun die geplanten Geschäftsöffnungen, während in Florida immer mehr Vergnügungsparks aufmachen. Die höheren Infektionsraten lägen daran, dass intensiver getestet werde, meint der Gouverneur. In den Krankenhäusern gäbe es keinen Anstieg der Zahlen. Und dann sind da noch die Proteste gegen Polizeigewalt. Obwohl viele Demonstranten Masken tragen, Abstand halten Fehlanzeige. Die Folgen könnten sich bald zeigen. Die Social-Media-Plattform Twitter hat seit einiger Zeit ihre Nutzer schärfer im Blick. Jetzt hat das Netzwerk nach eigenen Angaben mehr als 170.000 Konten entfernt, die Chinas Regierung für Propaganda genutzt haben soll. Sie hätten Fehlinformationen verbreitet sowie Nachrichten, die der Agenda Pekings dienten. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums wies die Vorwürfe zurück. Sie erklärte, dass China selbst das größte Opfer von Falschinformationen sei. Heute ist Internationaler Tag gegen Kinderarbeit. Dazu hat die Bundesregierung heute erklärt, sie wolle den weltweiten Kampf gegen Kinderarbeit zu einem Schwerpunkt der EU-Ratspräsidentschaft machen. Kleidung, Schuhe, Kaffee. Viele Artikel, die auf dem europäischen Markt landen, werden zuvor von Kinderhänden bearbeitet. Oft verdeckt durch komplizierte Strukturen in Produktions- und Lieferprozess. Ein europäisches Lieferkettengesetz soll künftig große Unternehmen verpflichten, Kinderarbeit auszuschließen. Denn die Corona-Krise hat die Lage für Kinder weltweit noch mal verschärft, wie Norman Odenthal berichtet. Kleine Hände, die schwere Arbeit leisten, jeden Tag. Sie löten und schweißen in Pakistan, sie sortieren den Müll in Indonesien, suchen Verwertbares. Sie nähen Textilien in Bangladesch, billige Kleidung für den Rest der Welt. Kinderarbeit hat Konjunktur, mehr denn je. Die wirtschaftliche Not ist groß, Eltern haben keine Wahl, sie müssen ihre Kinder arbeiten schicken. Oft sind es sogar professionelle Menschenhändler, die den Kindern Jobs verschaffen. Das Problem war immer da, aber der Corona-Lockdown hat es noch verschlimmert. Der Lockdown in Indien etwa. Die Fabriken zu, zigtausende landen auf der Straße, verdienen kein Geld, sind auf Unterstützung angewiesen. Und auf jeden, der mithelfen kann, die Familie zu ernähren. Monikas Vater ist krank, die Mutter findet keinen Job mehr als Hausangestellte. Ich bin in der 5. Klasse, aber die Schule ist zu. Vor dem Lockdown habe ich dort etwas zu essen bekommen. Jetzt sammeln wir hier Pappe, die wir verkaufen, und das Geld geben wir unserer Mutter, damit sie uns etwas kochen kann. Monikas Geschichte ist eine von unzähligen. Da kommt Rafik, der Wassermelonen ausfährt, mit denen Bauern ihr Vieh füttern. Er trägt eine Last, die kein Kind tragen sollte. Manchmal muss ich schieben, weil meine Beine nicht mehr können. Aber ich muss arbeiten, sonst haben wir kein Geld. Am Abend bleibt ihm eine Stunde zum Spielen mit Freunden, sagt Rafik. Das ist seine Kindheit. Zurück nach Deutschland, wo heute in Hunderten von Schulen an Anne Frank erinnert wurde. Mit 15 Jahren starb sie im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Mehr als 2 Jahre lang hatte sich das jüdische Mädchen mit ihrer Familie vor den Nazis versteckt. Ihr Tagebuch, Weltliteratur. Heute, am Anne-Frank-Tag, setzten zehntausende Schüler ein Zeichen gegen Antisemitismus. Markus Groß. Anne Frank, ein junges jüdisches Mädchen. 2 Jahre lebte sie versteckt und eingeengt in einem Amsterdamer Hinterhaus in ständiger Angst vor Entdeckung. In ihrem Tagebuch hat sie aufgeschrieben, was es heißt, angefeindet und verfolgt zu werden. Diskriminierung und Vorurteile, auch heute allgegenwärtig. Die Sechstklässler der Anne-Frank-Schule in Berlin haben ein ganzes Schuljahr Material gesammelt, diskutiert und gemalt. Was lässt sich aus der Geschichte lernen? Es war eine sehr schlimme Zeit und ich habe mich auch gefragt, warum man sowas angefangen hat. Weil es nützt ja auch niemandem irgendwas, wenn es Juden getötet werden oder Menschen, die eine andere Hautfarbe haben. Was Freiheit bedeutet, nicht
nicht sich irgendwo verstecken und Angst haben. Man soll einfach zusammenhalten, keinen diskriminieren für das, was er ist. Ein fröhliches Mädchen mit düsteren Vorahnungen. Es beklemmt mich, dass wir niemals hinaus dürfen, und ich habe große Angst, dass wir entdeckt und dann erschossen werden, notiert sie 1942 in ihr Tagebuch. Die Geschichte der Anne Frank steht für die Grausamkeit des Holocaust. Ihr Schicksal bewegt und mahnt bis in die Gegenwart. Anne Frank hat uns aufgezeigt, wie wichtig es ist, zu kämpfen, jeden Tag für eine bessere Gesellschaft. Und diese Herausforderung, diese Verantwortung auch heute wahrzunehmen, damit wir alle gemeinsam in Freiheit, ohne Hass, ohne Diskriminierung, ohne Ausgrenzung leben können, das ist das, was wir von Anne Frank bis heute lernen können. Der Anne-Frank-Tag soll ein Zeichen setzen für Vielfalt und Toleranz. Eine Botschaft wohl auch ganz in ihrem Sinne. Die französische Insel Korsika bereitet sich wie viele andere Regionen auf die Rückkehr der Touristen vor. Doch jetzt haben Gewitter und Starkregen auf der Insel teilweise zu Chaos geführt. Besonders betroffen war die Hafenstadt Ajaccio. Anwohner mussten vom Balkon aus mit ansehen, wie die eigenen Autos weggespült wurden. Der Zugang zur Stadt war wegen der Überflutungen vorübergehend gesperrt. Etwa 200 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Ja, und nun zu dir, Norbert. Heute Abend sollte ja in Rom eigentlich das Eröffnungsspiel der EM stattfinden. Tja, eigentlich. Aber dann kam bekanntlich Corona und die EM wurde auf 2021 verschoben. Verschoben hat sich ja auch die komplette Fußball-Bundesliga hierzulande. Normalerweise wäre die Saison ja längst beendet. Jetzt gibt es noch 4 Spieltage und am Samstag könnte Bayern vorzeitig Meister werden. Voraussetzung dafür, dass Hansi Flick mit dem FC Bayern schon morgen den 8. deutschen Meistertitel nacheinander feiern kann, ist ein Sieg von Düsseldorf gegen Dortmund. Wir müssen uns mit unseren Mitteln, mit unserem Glaube voll darauf konzentrieren, dass wir auch was holen können gegen Dortmund. Die Münchner müssten gegen Gladbach dann morgen Abend mit einer ähnlichen Leistung wie beim 4:2-Sieg gegen Leverkusen vor einer Woche nachlegen. Im Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt zeigten die Bayern allerdings erste Ermüdungserscheinungen und müssen auf die gelb gesperrten Robert Lewandowski und Thomas Müller verzichten. Erstens ist eine Sache, wir müssen erstmal das Spiel gegen Gladbach gewinnen. Und nochmal, es ist auch für mich einfach gehört es dazu, dass man die Sache auch sehr, sehr ernst nimmt und dann nicht schon von irgendwelchen Feiern auch spricht. Hansi Flick übt sich in Geduld. Für eine vorzeitige Meisterschaft gibt es bekanntlich ja auch keinen Extrapreis. Die europäischen Pokalwettbewerbe müssen auch noch abgeschlossen werden. Nach ZDF-Informationen soll das Europa-League-Finalturnier in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Spielorte möglicherweise Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg und das Finalturnier der Champions League in Lissabon. Corona hat die Sportwelt verändert. Auch das Leichtathletik-Meeting in Oslo fand jetzt ganz anders als geplant statt. Ohne Zuschauer, weniger Athleten und mit ganz ungewöhnlichen Disziplinen. Impossible Games heißt das Ganze. Und da hat gestern ein Mann aus Norwegen für Furore gesorgt. Dieser unbedingte Wille des Norwegers Carsten Warholm ist zu spüren, den Weltrekord über die selten gelaufenen 300 Meter Hürden zu knacken. Mit beeindruckenden Schritten zieht der 24-Jährige in den Lauf, komplett allein auf der Stadionrunde. Unmöglich ist hier nichts bei den Impossible Games. Warholm, als Hürdenüberflieger betitelt, unterbietet mit 33,78 Sekunden die 18 Jahre alte Weltrekordzeit von Chris Rowlandson. Der zweifache Weltmeister über die 400 Meter Hürden, jetzt auch Weltrekordler. Das war's von mir. Danke, Norbert. Gerne. Mit ihrem Einsatz fürs Klima ist Greta Thunberg zum Vorbild für Millionen Menschen geworden. Ein Spinnenforscher der Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft ehrt die 17-Jährige nun auf ganz besondere Weise. Peter Jäger hat eine neue Gattung von Riesenkrabbenspinnen aus Madagaskar nach ihr benannt. Die Thunberger. Darunter auch die neue Art Thunberger Greta. Der Forscher will so auf die Bedrohung der Artenvielfalt hinweisen und an das Engagement der Schwedin erinnern. Ihr Kampf gegen den Klimawandel sei beeindruckend. Und wie wird das Wochenende nach diesem prächtigen Sommertag? Da kündigen sich morgen Unwetter an. Mehr davon gleich von Özden Terli. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Klaus Kleber erwartet Sie um 22 Uhr zum Heute-Journal. Und wir sind morgen wieder da, Punkt 19 Uhr. Schönen Abend noch. Tschüss. Thank you.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ein unwetterträchtiges Wochenende erwartet uns. Und das geht schon in der kommenden Nacht los mit ersten heftigeren Gewittern nach Nordosten hin. Und da kann schon Starkregen dabei sein. Und ganz im Westen, da ziehen auch Gewitter durch, hier Richtung Rhein. Und die Temperaturen sinken auf 18 Grad im Osten und 9 Grad im Süden. Morgen auf der rot schraffierten Fläche, da wird es zur Sache gehen mit 30, 40 bis teils 50 Liter auf den Quadratmeter in kurzer Zeit. Das bedeutet, diese Gewitter ziehen sehr langsam und haben ordentlich viel Zeit, sich auszutoben. Hagel und Sturmböen sind inklusive. Aber auch hier im gelb schraffierten Bereich müssen Sie mit Gewittern rechnen. Zum Abend dann im Südwesten Gewitter, auch kräftig. In den Bereichen, wo es nicht schraffiert ist, kann es auch mal blitzen und donnern. Temperaturen erreichen bis zu 31 Grad im Osten. Die Luft ist ziemlich schwül und drückend. Am angenehmsten vielleicht noch zur Ostsee mit 20 Grad. Die nächsten Tage. In der Nacht auf Sonntag dann heftige Gewitter, einmal quer über Deutschland. Und da ist auch Platz, Regen und Sturm und teilweise Hagel dabei. Im Osten lockert es schon wieder auf bis 20 Grad. Am Sonntag dann quer über Deutschland Schauer und Gewitter und ebenfalls mit Platzregen und teilweise Hagel, aber auch in diesem gelb schraffierten Bereich bis 27 Grad im Osten warm. Damit einen schönen Abend.